Gut sammeln. Sie arbeiten bei uns in einem sehr kleinen, feinen familiären Team. Ich unterstütze die Hebammen in ihren organisatorischen und administrativen Tätigkeiten. So arbeiten Sie bei uns als eine sehr selbstständige Hebamme mit der Sicherheit unseres Klinikums. Die letzten Jahre haben eine gewisse Veränderung gezeigt. Die Frauen betreuen wir ab der präpartalen Ambulanz über die Geburt, die sehr individuell geführt wird, bis ins Wochenbett. Dieser Veränderung wollten wir gerecht werden und haben uns damals als einziges Spital unseres Unternehmens dazu entschlossen, also eine Hebammengeburtsbegleitung zuzustimmen, mit dem fachlichen Hintergrund, wenn es Komplikationen gibt, sofort auf Ärzte, auf andere Personalgruppen, Anästhesisten zurückzugreifen, wenn dies notwendig ist. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten ist auf Augenhöhe und außergewöhnlich gut. Überdies ist es uns gelungen, im bayerischen angrenzenden Deutschland Frauen anzusprechen, die gerne bei uns entbinden würden. So kommen pro Jahr jetzt derzeit ca. 60 bis 80 Frauen aus dem benachbarten Deutschland zu uns. Kurzfristige oder private Termine können bei uns immer berücksichtigt werden. Als freipraktizierende Hebamme können Sie Hausbesuche übernehmen. Bei uns im Haus gibt es keine Bereitschaftsdienste für die Hebammen. Hallo, ich bin die Malu Kindermann, die Leitung der Gyn- und Geburtshilfe im Klinikum Schering. Mein Name ist Thomas Buchner, Abteilungsleiter und Letztverantwortliche der Gynäkologie und Geburtshilfe. Maria Dierenberger, Hebamme. Freie Dienstplangestaltung. Selbstständiges Arbeiten der Hebammen. Selbstständiges Arbeiten der Hebammen im Sinne der Hebammengeburtshilfe, auch ohne Arzt oder Geburtsbegleitung durch die Hebamme. Eins möchte ich schon noch sagen, ich freue mich auf neue Kolleginnen, die frischen Wind und neue Ideen mitbringen. Wow, ich möchte dort arbeiten.